Herzlich willkommen zurück zu Infinite Warfare. Die XXL-Folge, ihr seht schon, über eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde, ich weiß es jetzt noch nicht. Infinite Warfare, ja, ein Spiel, welches immer noch umstritten in meiner Playlist ist. Also meiner Playlist von wegen den Spielen, die umstritten sind für mich. Oh, der sieht schick aus an sich. Wir sehen, wir spielen mit keinem einzigen Prestiger. Es gibt einfach nicht so viele, die diesen Modus hier auch spielen teilweise. Das ist echt hart. Und das ist Boots on the Ground. Ich sag's ja, 4 gegen 3. Das Spiel ist leider echt Achtung, alle unsere Einheiten ausschalten. Müll. Also, es tut mir wirklich leid. Es wird auch hier jetzt die vorletzte Folge werden. Ach, Quatsch, die vorletzte Folge weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also auf jeden Fall. Hey, komm mit, Bro. Okay, gut, damit nicht. Hui. Es wird auf jeden Fall eine der letzten Folgen jetzt werden. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Folge 18 oder so? Oder ist das schon Folge, oder ist das Folge 17? Weil wenn das Folge 18 ist, ist das die vorvorletzte. Ich sag ja, bis Folge 20 mache ich das Ding hier noch. Und danach ist aber auch Ende. Ob ich das privat nochmal anfassen werde, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Muss ich mal schauen. An sich macht das Spiel ja, wie gesagt, halt gar nicht mal so unwenig Spaß. Gerade mit Boots on the Ground. Ist halt ganz geil eigentlich. Aber diesen Modus spielt halt keiner und dann macht es wiederum nicht mehr Wir liegen in Spaß. Führung. Ich bin auch einfach gerade nicht so in der Call of Duty-Zeit drin. Ich bin eher so Titanfall und Rainbow Six. Das sage ich jede Folge. Ich weiß, ich nerv damit wahrscheinlich auch schon hart. Aber, wisst ihr was? Das ist mir Latte. Ja, das ist mir Latte. Ihr habt richtig gehört. Ist mir so scheißegal, ob ich damit nerve. Ich kann es nur wirklich jede Folge wieder betonen, damit ihr wisst, dass ich es ernst meine. Das normale Call of Duty wäre einfach besser. Also so wie man Call of Duty kennt. Auch wenn es ja ein normales Call of Duty an sich ist, aber irgendwie Scheiße. Ja, genau, das wollte ich auch sagen, aber irgendwie scheiße. Ich brauche einfach die alten Waffen wieder. Das ist es. Das ist das, was mich nervt. Bei Battlefield 1 also bei Battlefield brauche ich zum Beispiel einfach das normale, das moderne wieder. Ich finde moderne Shooter besser als Zukunft und Vergangenheit. Bin ich ganz ehrlich, ich bin einfach sehr der moderne Typ. Und schlecht bin ich auch noch, wie ihr gerade gesehen habt. Ziemlich schlecht sogar. Aber hey, ist ja auch nicht so wichtig. Kommt ja nicht auf Skill an, sondern auf den Spaß. Deswegen, ich konnte das bei Battlefield 1 echt nicht mehr machen, dass ich dann keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder so, wie lange auch eine Runde geht, spiele, weil das Spiel fuckt mich echt noch mehr ab als Infinite Warfare. Können die meisten jetzt wahrscheinlich gar nicht wirklich verstehen, weil Battlefield 1, oh mein Gott, das ist doch toll. Nein. Ich finde Infinite Warfare zwar besser als Battlefield 1, was eigentlich sehr verwunderlich ist, weil ich habe mich sehr auf Battlefield 1 gefreut. Wie ihr ja im Ranking mitbekommen habt. Falls ihr es gesehen habt. Ich habe gerade vergessen, weil das nehme ich ja hier vor dem Ranking auf. Vor meinem Silvester-Video. Ich habe ganz vergessen, dass das ja schon vorbei ist. Also kann ich ja darüber sogar reden, theoretischerweise. Aber ich werde es hier noch nicht tun. Ich werde es wirklich erst machen, wenn ich es hochgeladen habe. Falls ihr das nicht gesehen habt, ihr solltet das mal nachholen. Wie gesagt, auch eigentlich. Oh, fick dich doch, ey! Eigentlich sogar noch Mühe gegeben. Wirklich sehr viel Mühe. Ich habe sehr viel Zeit investiert. Mindestens 6 Stunden. Und das ist für mich schon eine gute Menge an Zeit ein. Arsch. Lass mal nachladen hier. Ach, leck mich doch, ey. Ach, der hatte seine Dings, ne? Ja, der hatte seine Claw. Weißt du was? Ich mache jetzt hier eine Synapse. Und ja, ich könnte ein bisschen mehr Abwechslung zeigen in den Rigs. Aber das ist eh egal, da das ja eh bald nicht mehr so häufig gespielt wird. Ich glaube, ich hebe mir auch die Schlüsse lieber auf. Das macht mehr Sinn. Wenn Modern Warfare Remastered echt noch normal kommt. Achso. Bei Modern Warfare Remastered werde ich dann auf jeden Fall zocken eigentlich. Das werde ich dann auf jeden Fall zocken.
Ob mir das dann noch, ob mir das dann auch Spaß macht, ist die andere Sache, aber ich denke mal schon. Weil die Waffen kenne ich da einfach. Alter, was war das gerade bitte? Ich habe den einmal getroffen. Das ist ja heftig, die Granate reinschmeißen müssen. Das Radar ist total seltsam, ohne Witz. Das Radar funktioniert, glaube ich, gar nicht. Habe ich mich erschrocken. Wo sind sie denn alle hier? Holy! Ha, der hat sich selbst wow. Congrats to you, bitch. Komm, ich will die Herausforderung wenigstens schaffen. Dafür habe ich sie ja genommen. Okay, macht Sinn. Ich würde immer eine Herausforderung nehmen, um sie zu schaffen. Aber die hier ist ja nun wirklich nicht schwer. Ah, shit. Warte mal. Aha! Was? Wow. Ach, Mensch. Ich wollte gerade um die Ecke luken, aber das geht ja hier nicht. Kann diesen Penner mal irgendeiner stoppen? Dankeschön. Feindliches Bombardement kommt. Muss das denn jetzt sein? Oh, ich habe irgendeine Tarnung bekommen. Ja, das ist mir jetzt gerade echt Latte. Ich weiß, bald kommt auch das erste DLC, Sabotage, raus. Ja, ich sag das extra so, weil es ja Englisch ist. Sabotage. Aber das geht mir auch echt hardcore-mäßig am Arsch vorbei. Das hatte ich bei Black Ops 3 beispielsweise gar nicht. Aber hier geht mir das echt verdammt hart am Arsch vorbei. Ach, da oben war einer. Ich meine, klar, es kommt die Map Afghan wieder, aber das ist mir auch egal. Die Map ist zwar geil in MW2, die habe ich mit Jay damals auch richtig hart gesuchtet. Vor allem dieser Witz auch einfach, dass da eine Matratze war, die einen keinen Fallschaden gegeben hat, wenn man da von dieser einen Klippe runterspringt. Das waren einfach Ideen, die waren geil. Das war gerade auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, stirb bitte, ey. Und das hier allein wird jetzt schon eine lange Folge. Die Runde wird schon eine lange Folge, weil wir halt immer nur noch zu viert sind. 3 zu 3 sogar. Also ein 3 gegen 3 ist das hier sogar. Ach so, nee, stimmt, der Zeitlimit 10 Minuten. Hab ich vergessen. Da werden wir das Ding hoffentlich doch mal rocken hier. Verbündete Konterdrohne online. Wo verkämpfen sie sich gerade hier? Dich habe ich gesehen, mein Freund. Hinter mir anscheinend. Holy shit! Da kamen sie alle angerannt, ey. Alle wollten sie meinen Cock. Ja, okay, gut, die wollten bestimmt nicht meinen Schwanz. Na, einfach nur den Kill. Jaster! Bam! Ja, fick dich. Dachte der sich jetzt auch gerade. Ja, fick dich. Durensohn. Ach ja, auch so ein Insider. Ja, Neujahr. Mensch, was soll ich sagen? Silvester, ich weiß nicht, wie Silvester war, weil, ne, wie gesagt, Silvester habe ich noch nicht gefeiert. Aber ich kann es mir nur geil vorstellen. Schön beim Kumpel. Bisschen zocken, bisschen ist gut. Sehr viel zocken. Hab auch, hab ehrlich gesagt, Bock auf Stadt, Land, Fluss und auf Wer bin ich und sowas. Also die ganzen Partykracher. Also für mich sind es Partykracher. Das war ein schöner Abschuss. Darauf habe ich schon echt Bock. Also, und natürlich eins meiner Brettspiele, die ich entworfen habe. Ja, das habe ich mal gemacht. Oh, oder das mache ich immer noch. Ich arbeite mittlerweile an einem Kartenspiel, aber ist auch sehr innovativ von wegen, ja, Kampf und so, aber ich finde einfach keine Zeit dafür. So, du Nulpe, bist du immer noch da oben? Wir gewinnen, haltet sie zurück. Nee, ist er nicht. Oh, ey. Ah, wir sind nur noch zu zweit.
Na, wenigstens waren wir so zusammen fertig. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Nein! Kumpel, viel Feind, komm schon! Jetzt müssen wir mit Taktik arbeiten, mein Freund. Die Zeit wird knapp. No! No! Das war einfach so schlecht geschossen. Oh! Nein! Das ist doch... Die sind bestimmt weggerannt, die Arschlöcher. Und die waren noch zu dritt. Wo war denn der dritte immer? Ziel gescheitert. Neu gruppieren. Das war echt schlecht. Schade. 14 Kills. Nicht wirklich eine Glanzleistung. Aber ich spiele auch nicht, wie gesagt, um eine Glanzleistung zu bekommen. Aber Silber hätte schon drin sein müssen eigentlich. Neue Ausrüstung ist verfügbar. Bitte was? Okay. Ihr probiert es natürlich nochmal. Taktische Team Deathmatch. Hoffentlich finden wir jetzt eine bessere Lobby. Ja, dann spiele ich mir einfach mal in Infinite Warfare die Schlüssel und spare sie dann für MW Remastered, wenn es kommt. Das ist doch ein Plan, der klingt doch super. Ich meine, guck dir das an, der ist, glaube ich, Prestige 7 oder so. Die Prestige-Symbole sind sowieso scheiße hässlich. Aber wie kann man dieses Spiel so lang spielen? Ich meine, es kann ja sein, dass der Spaß dran hat. Aber, oh, Jungs, ey, was soll die Scheiße hier? Meine Güte. Leute. Ja. Ah, guck mal, eine volle Lobby, Mensch. Wie kann man das nur so lange spielen? Für die, denen es Spaß macht, okay, cool. Schön. Aber man kann gar nicht so viel Spaß mit dem Spiel haben, glaube ich. Es sei denn, man hat kein Black Ops 3 gespielt, dann ist es für einen natürlich was ganz Neues. Das kann ja auch passieren. Team Deathmatch. Willkommen im Kampf, SDF-Soldaten. Ah, oh, das ist ein Sniper. Okay, gut. Ach, Mann. Ist doch alles scheiße hier. Oh! Okay, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Wie gesagt, das Spiel läuft nicht mehr lange und dann habt ihr auch erstmal Ruhe davor. Dann kann ich mich auch viel mehr auf These und so konzentrieren. Es sei denn, MW Remastered kommt wirklich schneller raus, als ich denke. Weil ja, das wird auf jeden Fall eine Staffel wieder werden. Ist ja klar, ich muss ja auf jeden Fall mal was ausprobieren. Das wäre jetzt echt verdammt schlecht alles. Dreifach... Was? Ich habe einen Dreifachabschuss gemacht? Krass. Habe ich nicht mal gesehen. Bei der Sicherheitskontrolle. In Führung. Ja, ja, bla bla. Oh, ich wollte eigentlich nur rutschen. Da wollte ich eigentlich nur rutschen und was passiert? Ich schieße. Feindliche Drohnen in ihrer Nähe. Mann, ey, ich bin aber auch gerade ein Krüppel. Wird schon irgendwie. Irgendwie verstehe ich schon die Folge hier mit ein relativ akzeptablen Gameplay. Muss ja auch ein bisschen was bieten können. Schaffe ich zwar gerade nicht so wirklich, aber ich merke gerade, es macht, also wie gesagt, Boots on the Ground macht echt Bock. Also taktisches Team Deathmatch, das macht schon Spaß. Wenn ich das jetzt hier so spiele, das ist schon geil eigentlich. Aber mir fehlt da wirklich so dieses
altbackene, nur mit Ballistikwaffen und nicht so hochmodern und alles. Obwohl bei Black Ops 2 gab es ja auch hochmoderne Maps, wie zum Beispiel Vertigo. Aber da war es halt noch geil, weil da gab es keine Laserwaffen. Oder gab es da schon Laserwaffen? Nee, ne? Nee, da gab es keine Laserwaffen. Da gab es halt nur Waffen wie AK, die AK, die ja dann AN war. Obwohl es die AN-91 ja wirklich gibt. Aber auch die MP7 sah halt ein bisschen anders aus und so. Scheiße, ich hab den Kopf gesehen. Aber damit kann man halt noch leben. Hier ist es ja wirklich mit Plasmawaffen. Ich nehme mal die hier. Oh, der hat... Ist das nicht die komische Tarnung? Okay, damit kam ich nicht klar. Der hat irgendeinen Schaft, glaube ich, drauf, damit man schneller hin und her sich bewegen kann. Ist gar nicht so meins. Ich probier's mal aus. Let's go. Okay, da bin ich instant weggeflogen. Das war jetzt nicht geplant. Hätte ich auch gar nicht erwartet. Der liegt ja da, ey. Typische Camper-Ecke. Ich habe auch schon gehört, bei Modern Warfare Remastered soll ein Camper ohne Ende sein. Aber ganz ehrlich, lieber Camper als Plasmawaffen. Obwohl, das würde ich jetzt nicht so sagen eigentlich, aber ich habe den noch gesehen, ey. Würde ich zwar jetzt nicht ganz so unterschreiben, aber dieses Altbackene ist mir doch irgendwie echt lieber. Und wir haben sogar noch gewonnen. Ja, 16 Minuten, das ist quasi fast schon wie eine normale Folge. Also, ja, könnte man so sagen. Da muss noch ein bisschen was kommen. Ich bleib mal in der Lobby, weil die ist noch voll. Das ist gut. 12 Kills, ja gut. Was will man machen? Ist eigentlich wirklich halt akzeptabel. Obwohl 15 Kills eigentlich das Minimum sind, was ich spielen sollte. Aber mit der Dreischusswaffe ist auch nicht so mein Kaliber. Und wir haben 10 Schlüssel, da könnte ich mir in Modern Warfare Remastered schon was gönnen. Also, da spare ich dann lieber auf das andere Spiel. Retaliation ist doch voll geil. Mag ich mehr als Breakout. Ach komm, bitte Retaliation. Wir gucken mal, welche Waffe wir nehmen. Wir können auch mal wieder die geile Navy nehmen. Also die NV4. Auch wenn ich die schon sehr oft gezeigt habe. Wir können auch mal was ganz Neues ausprobieren. Nehmen wir mal die hier weg, die E-Rad, und nehmen mal die FHR. Die habe ich nämlich noch gar nicht gespielt. Können wir ja mal ein bisschen probieren. Warum nicht? Habe ich schon irgendeine Tarnung? Ja. Oh ja, geil. Ja. Bleibt erstmal so. Und wir spielen Retaliation. Nice. Geile Sache. Nur das Problem ist, wenn jetzt Battlefield weg ist und dann noch COD, was mache ich dann noch? Also als Battlespiel dann erstmal gar nichts mehr. Außer Titanfall und Rainbow. Das reicht ja auch eigentlich erstmal. Bis dann halt For Honor kommt. Bei Battlefield 4 überlege ich noch, ob ich das machen will. Aber das wäre dann wieder zu viel, weil mit Teso jetzt und Skyrim, und ich will Skyrim nicht alle 2 Tage bringen. Skyrim ist das Spiel, was ihr gerne am meisten schaut. Deswegen, das will ich ehrlich gesagt nicht. So, nehmen wir mal die habe ich noch nie gespielt. Nicht mal in der Beta. Ey, komm mal her hier. Du komm mal her. Du komm mal her. Kommt alle mit. Ja, komm. Ey, nicht abschießen. Ich muss sagen, die Gesten sind schon eigentlich ganz witzig. Die sind besser als in Black Ops. Und guck mal, man kann sogar die Patronen sehen. Die gehen sogar weg. Krass. Und das Spiel ist auch in 4K echt verdammt hübsch, muss man sagen. Also, der Sniper hat ganz gerne, habe ich das Gefühl. In 4K ist es wirklich wunderschön. Oh, die Waffe ist ja total... Oh, warte mal. Ah, da muss noch ein Schaft dran, glaube ich. Da muss, glaube ich, echt noch ein Schaft dran bei der Waffe. Ich werf mal eine Granate. Oh, die könnte gut sein. Du bist komplett verarschen, du Wichser. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Hier oben müsste gleich einer kommen, glaube ich.
Hier ist schon mal keiner. Hab einen bei der Bar. Ach, das war so ein schwarzes Loch-Ding. Ich wollte wissen, was das war, deswegen habe ich kurz die Killcam angelassen. Habe ich ganz vergessen, dass es die Dinger auch noch gibt. Boah, die zieht ganz schön, ey. Hart. Verbündete Vulture im Kampfgebiet. Damit muss man echt klarkommen. Holy shit! Ey, komm, der war doch tot. Ich dachte jetzt, der war tot. Ah, wir müssen mit einer Phantomausrüstung spielen. Oh, das wusste ich gar nicht. Ah, nehmen wir mal lieber Pulsar. Mit Pulsar komme ich besser klar. Hat sich sogar gereimt. Cool, oder? Ja, ganz cool. Wundervoll. Wundervoll. Black Hole. Oder wie es der Volksmund so schön sagt, Butthole. Szene. Ja, gib mir deinen Kopf. Oh, der hat sich sogar extra dafür geduckt. Die Waffe ist schon geil eigentlich, aber ich brauche dafür echt Modifikationen. Ansonsten komme ich damit nicht so ganz gut klar. Ist halt wie die P90. Ja, und das stört mich auch an diesen ganzen Zukunfts... An diesen ganzen Zukunfts-CODs. Ich habe eine Blutrünstigkeit mit der Waffe gemacht. Was? Cool bin ich denn. Oh! Nein, keine Munition! Wechsel doch! Ich habe doch geschossen! Na egal. Ich hatte hier keine Möglichkeit mehr. So, eine Drohne, schön. Ah, das macht sogar Sinn. Interessant. Oh, gleich auf Rang 4 gespielt. Das ist nice. Okay, krass. Die Waffe bockt verdammt, ey. Die Waffe ist ja übel. Holy shit, ich hab alles. Vulture. Oh. Achso, das ist unsere, okay. Das war nicht unsere. Vulture, mach mal bitte platt da. Oh. Alter, guck mal, wo die mich hier rangesetzt haben. Ich meine, ich kann zwar darüber, aber warum sollte ich? Hier sind ja die Gegner, glaube ich. Ha. Oder? Ne, die spawnen doch jetzt da hinten. Noch eine Drohne. Also hier die lange Strecke hier ist nicht ganz so geil eigentlich. Du kleiner Huso, ey. Du Schwanz. Komm, 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 komm. Boah, der hatte die Rüstung an der Arsch. Ah, hab ich nicht gesehen. Ja, aber wir sind gut. Wir sind sehr gut dabei. Das freut mich ja schon. Noch 5 Kills. Hätte ich hier... Oh, 22 Kills. Das ist auf jeden Fall ein super, eine super Runde gerade für mich. Oh, da liegt ja einer. Alter, was ist los hier? Das neue Jahr startet mit Skill, würde ich mal sagen. Ja, so halb. So halb jedenfalls. Nein! Ah, dafür hat die Munition nicht mehr gereicht. Scheiße, sonst wären beide tot gewesen. Ach, Mann. Komm, Silber muss drin sein. Silber muss drinne sein. 2 Kills noch, das ist nicht viel. Vielleicht sogar Gold, aber Gold wäre echt heftig. Weil ich habe schon sehr viele Kills ohne Phantom gemacht. Leider. Warum liegen die ganzen Pflanzen hier eigentlich so komisch? Shit. Shit, shit, shit. Da, fuck off.
Oh, da war noch einer. Pulsar. Fuck, da habe ich ein Pulsar verschwendet, weil ich ja die anderen jetzt nicht mehr sehe. Ach. Kacke. Egal. Oh, hab ich mich auch. Fuck! Watch out! Alter, ist das ein Nest von Gegnern gewesen. Alter, 27 geht's. Was geht ab bei mir gerade? Das ist heftig. Oh, die Waffe, die verzieht zu krass irgendwie. Ich kann das nicht so gut handeln gerade. Ich habe auch gerade ein bisschen zittrige Hände, weil das alles hier so krass verdammt viel ist. Hi. Kenne ich noch meinen Freund. Okay. Gut, der war wohl dann tot. Nein, daneben! Daneben! Achso, der steuert gerade was, okay. So, hier, fuck off. Da habe ich den Kopf getroffen, was ist nichts. 30 Kills. Alter, wie viel hält der bitte aus? Assist. Nein, von hinten. Eieiei. Oh, hätten wir, ohne Witz, wir hätten es ja schon übelst lange geschafft, ne, hätten wir nicht am Anfang Dingsbums gehabt. Hätten wir am Anfang nicht Synapse gehabt, hätten wir es auf Gold geschafft. Vier. Nee, geht ja gar nicht mehr. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Schade, nicht mal jetzt einen Kill bekommen. Au! Oh, diese Sau, er hat mir nur abgeschossen, dieses Banner. Dreckiger. Und dann noch so ein unskilliger Schuss, leider. Ja. Schade. Gute Arbeit. Okay, eine Runde geht doch nicht mehr, war doch länger noch, als ich gedacht habe. 33 Kills, bester in der Lobby. Ein besseres Ende für ein neuer Special von Infinite Warfare kann es ja eigentlich gar nicht mehr geben. Goldmedaille wäre zwar noch super, aber hätte ich auch so bekommen eigentlich. Ausgezeichnet. Missionsziele. Was ich jetzt noch machen werde, ist jetzt noch nicht überspringen. Alter, 13 Schlüssel. Hart. Ich wollte eigentlich Double XP machen, habe ich gar keine mehr. Diese neue Mission bringt neue. Ah, die sind abgelaufen, wa? Zu vernichten. Ah, die sind bestimmt abgelaufen. Ja, ärgerlich. Irgendwas habe ich neu. Eine neue Punkteserie. Verbesserte Drohne. Boah, die braucht so viel Punkte, ey. Nee, nee, danke. Bei Hardcore wäre ganz geil, aber so. Hm. Wir haben die fünfmal gelevelt. Fünfeinhalb Mal sogar. Die Waffe ist geil, aber die braucht was Geiles. Der Schaft kommt als letztes. Willst du mich rollen, ey? Das ist hart. Die HVR können wir auch eigentlich mal spielen. Ist ja wie die UMP. Aber ich dafür schon zwei Sachen. Was geht denn hier ab? What the fuck? Dazwischen dieses Blau noch? Okay. Oh. Why not? Gut, dann war es das jetzt aber mit der XXL-Folge zu Infinite Warfare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Es hat jetzt doch eigentlich ziemlich viel Bock gemacht. Der eine Aspekt stört mich immer noch und der wird nicht geändert werden. Weil es ist halt ein Zukunftsspiel. Was will man da machen? Aber 20 Folgen bleiben. Ich werde dann auf jeden Fall noch Offline-Schlüssel für Modern Warfare Remastered sammeln. Damit ich vielleicht sogar die erste Folge mit einem Pack-Opening öffnen kann. Ich hatte ja mal die Rubrik Supplies, Motherfucker. Und vielleicht wird die nochmal zurückkommen. Weil Supply heißt ja, ne? Vorrat. Oder so, glaube ich, war das. Ich, keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Infinite Warfare. Haut rein und ciao.